Ich bin Dedo Weigert. Ich bin ein Filmemacher. Ich habe Filme gemacht in über 40 Ländern. Und nebenher habe ich auch eine Firma begonnen, 1965. Und habe aber trotzdem weiterhin meine Filme verfolgt und weitergeführt. Ich bin ein Spielkind. Ich hatte über 30 Patente, internationale, für Filmkameras, für Optiken, für alles Mögliche. Ich habe Teleprompter gebaut. Ich habe den ersten in Europa gefertigten Fluidkopf gebaut. Ist heute ein Standard unserer Industrie weltweit. Und so. Ich habe meine Filme immer gemacht mit Lowell-Licht. War befreundet mit Ross Lowell. Es war wundervoll. Aber da fehlte mir was. Ich brauchte eine Leuchte, die eine größere Reichweite hatte. Und so habe ich angefangen, 1984 die Daylight-Leuchten zu bauen. Das ist ein bisschen anders als traditionelle Sachen. Ich benutze nicht sphärische Objektive oder Linsen, optische Elemente. Jede Fresnel-Linse ist eine sphärische Linse. Die nicht sphärischen können Vorteile haben. Und ich benutze davon zwei Stück gleichzeitig. Und dadurch bin ich in der Lage, einen größeren Fokussierweg zu erzeugen. Und das nennen wir Precision Lighting Instruments. Und das haben wir dann weiter verfolgt. In der Zwischenzeit habe ich über 50 verschiedene fokussierende Leuchten gebaut und Softlights. Und dann habe ich das, was wir da gelernt haben, übertragen in die LED-Welt. Auch da haben wir unsere eigenen Entwicklungen, um die Farbe, Hauttöne von Menschen besser hinzukriegen. LEDs gibt es weltweit inzwischen, die alle sehr gut sind. Wundervolle Spezifikationen. Was mich jedoch interessiert hat, war, warum sehen denn die Endresultate, die Bilder unterschiedlich aus? Und das hat damit zu tun, dass die Lichtquellen inzwischen sehr gut geworden sind. Aber es gibt immer noch Unterschiede der Sensoren der verschiedenen Kameras. Und dadurch wirkt LED-Licht oft nicht besonders positiv für die Hauttöne. Hat mich 10 Jahre gekostet, das hinzukriegen mit Referenzlicht auf einer Seite des Gesichtes und LED-Licht auf der anderen, um bei allen Kameras, also nicht nur bei den Arri oder Red-Kameras, die sind recht vergebend, sondern auch bei anderen Konkurrenz zu schaffen. So. Und nun haben wir begonnen, eine neue Zusammenarbeit mit der Firma ProLicht im Bereich der Multifarbleuchten. Die bauen selber sehr, sehr gute Multifarbleuchten, RGBACL, also 6 Farben. Und in dieser Kombination, bei der keine einzelne weiße LED impliziert ist, haben wir einen größeren Farbraum. Braucht nicht jeder, aber kann manchmal von Vorteil sein. Und in dieser Zusammenarbeit haben wir einmal Optiken entwickelt für die ProLichtleuchten, die selber nicht die gleichen Eigenschaften hatten. Wir haben da Zooms gebaut, Weitwinkelvorsätze, Projektionsvorsätze, die die Fähigkeiten dieser Leuchten erweitern. Und wir haben auch eine Leuchte gemeinsam, bei der die Lichtquelle von ProLicht stammt und die Optik und die Mechanik von mir. Das ist die kleine Leuchte hier. Und die hat einige besondere Fähigkeiten, unter anderem auch, dass sie sich synchronisieren lässt mit den Erscheinungen, die auf einer LED-Wand zu sehen sind, also in der virtuellen Produktion. Das lässt sich synchronisieren
sodass wir mit einem iPhone oder iPad oder auch seit Neuestem mit einem Videosignal von der Kamera direkt das Licht synchronisieren können in der Intensität und in der Farbe, in allen Details. Das spielt also dann automatisch und ohne jegliche Verzögerung mit. Und dadurch können wir die Aktionsräume in einer virtuellen Produktion effektiv ausleuchten. Aber das Ganze wird noch erhöht dadurch, dass ich zu den Prolichtleuchten meine Optikvorsätze gebaut habe, die es ermöglichen, die Fähigkeiten dieser Leuchten zu erweitern und auch in eine eigene Spielwelt von mir, Daylight Lightstream, zu übertragen, die Welt des reflektierten Lichtes. Ich kann also mit zwei von den Orion 300 Watt Leuchten auf jeder Seite 8 Reflektoren aktivieren und damit die gesamte Szene ausleuchten. Und das ist für die virtuelle Produktion ein wesentlicher Vorteil, aber unter anderem auch macht uns das führend im Bereich der Green Tech, der ökologischen Aspekte, mit möglichst wenig Aufwand viel Erfolg zu erzeugen, mit möglichst wenig Stromverbrauch, wenig Kosten. So, und das Ganze wird nun ergänzt durch andere Leuchten, die ich selber hinzufüge. Und das sind meine großen Parallelstrahler, die eine besondere Eigenschaft haben, denn sie können die Illusion erzeugen von Licht aus großer Entfernung. Denn das Licht kommt nicht eigentlich aus der Leuchte, sondern, schwer zu verstehen, von einer virtuellen Lichtquelle, die weit hinter der Leuchte sich befindet. Also kann ich die Illusion von natürlichem Licht, von Sonnenlicht erzeugen. Und das ist im virtuellen Studio sehr oft von Vorteil, wenn denn die Aufgabe ist, dieser Produktion Natur ins Studio zu bringen. Das heißt also, die Sahara oder den Strand von Rio, also große Naturszenen. Und das lässt sich nicht mit traditionellen Leuchten ausleuchten, sondern das braucht die Illusion des Lichtes aus der Unendlichkeit. Infinity Lighting. Und das ist ein Teil dieser Kooperation, der Ergänzung unserer Kenntnisse und Technologien. Und schauen wir mal, wie weit uns das bringt. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.